Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir in den Content gehen, möchte ich euch noch kurz erinnern, heute ist das 7.4., okay, wo ihr das seht, das heißt, ihr habt weniger als 24 Stunden Zeit, eCombination zum Launchpreis zu sichern, okay? Das ist der zweite Link in der Beschreibung. Ihr könnt auf eCombination.com gehen, könnt euch kurz anschauen, was da alles, ja, was wir für euch vorbereitet haben, wie gesagt, zum Launchpreis jetzt noch bis Mitternacht und würde mich mega freuen, wenn ihr Teil werdet und mit uns gemeinsam rockt. Und ja, nur als kurze Erinnerung und wir steigen jetzt auch gleich in den Content rein. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video, das ist ein sehr, sehr wichtiges Video, möchte ich euch gerne ZJ Dropshipping vorstellen. Und ja, meiner Meinung nach wird das AliExpress, eventuell sogar Oberlo, früher oder später komplett ablösen, weil die extrem cool sind, okay? Also ZJ Dropshipping, diese Plattform kannst du nutzen, um so wie mit Oberlo im Endeffekt Produkte zu sourcen. Du hast aber hier viel, 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 viel mehr Benefits. Nur das Problem momentan ist noch, ja, es schaut etwas rustikaler aus, als man es vielleicht bei Oberlo gewohnt ist. Das heißt, Oberlo hat schönes Design, modern. Das ist hier eher nicht der Fall. Okay, ihr könnt gerne mal auf cjdropshipping.com gehen. Ich werde einen Link hier unten unter diesem Video setzen oder einen Button. Und schaut euch das mal in Ruhe an. Wir fliegen mal drüber. Im Prinzip CJ Dropshipping hat viele Möglichkeiten, eben wenn wir sprechen zum Thema Lieferzeiten, zum Thema Branding, zum Thema Kostenfaktoren, sprich wirklich auch, dass einige oder sehr viele Produkte auch günstiger hier sind als bei AliExpress selbst. Und wir können hier mal drüber fliegen, also das heißt, no Setup Fee, no Monthly Fee, no Storage Fee, no Minimum Order, okay? Das heißt, die ganze Plattform und die App hier ist alles kostenlos, okay? Du hast die Möglichkeit, Print on Demand zu machen, das nutzen wir halt nicht, das ist hier. Du hast die Möglichkeit, mit US Warehouse Inventory and Shipping zu machen. Das heißt, du kannst theoretisch bei denen deine Produkte bestellen und die schicken das dann in deren, die haben ein eigenes US Warehouse. Und zum Beispiel, das ist halt sehr interessant für Leute, die weltweit oder speziell in Amerika targetieren. Wichtig ist nur, dass ihr da aufpassen müsst bezüglich Sales Taxes und so weiter, dass sich da etwas ändert. Die haben Quality Control und Brand Building eben. Price normally lower, das heißt wirklich, die Preise sind im Normalfall günstiger als auf AliExpress. Die machen Same-Day Processing, Real-Time Hot Selling Products Updating. Und was halt cool ist, was auch sehr viele immer fragen, woher bekomme ich Bilder, woher bekomme ich Video? Die können das für dich natürlich für ein Entgelt machen. Und das heißt, die können für dich sourcen. Wichtig ist auch zu verstehen, das heißt, die haben zwar eine Plattform, aber du kannst nahezu jedes Produkt, was du irgendwo siehst, bei Oberlo, AliExpress, 1688, Taobao, Printify, alles, was du irgendwo siehst und die nicht haben, kannst du einen Sourcing-Request starten. Das heißt, die können dir so ziemlich jedes Produkt beschaffen, okay? Und hier sieht man auch noch, also der nächste Vorteil bei CJ Dropshipping ist halt, dass du alles aus einem Place hast. Das heißt, Normalfall, auch wenn du Oberlo nutzt, hast du halt den Nachteil, dass es trotzdem immer verschiedene Supplier sind. Hier ist wirklich CJ Dropshipping der einzige Supplier und deswegen glaube ich persönlich, dass es früher oder später CJ Dropshipping, wenn die weitermachen, wenn die vielleicht noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen für eine bessere App, bessere Plattform und so weiter, dass das langfristig gesehen Themen wie AliExpress ziemlich weit rausschießen wird und auch Oberlo. Ganz einfach, weil da ein paar Merkmale dabei sind, die spezielles Dropshipping für Zukunft ja einfach klarer. Ich sehe diese Plattform allgemein oder CJ Dropshipping einfach für zukunftsweisend. Gehen wir mal durch. Also, das hier ist die App. Okay, du kannst hier ganz normal, ich bin da glaube ich eh.
Du kannst hier einen Account machen, also ich bin da schon drinnen. Können wir auch auf CJ Home gehen. Also, es ist halt ein bisschen komplexer, das Ganze hier. Wenn wir hier auf Sourcing gehen. Also das ist dann das Backoffice sozusagen von CJ. Du hast hier eben Dropshipping Center. Hier hast du deine Order-Übersicht, Products. Wichtig ist auch, die ganzen Tutorial, die haben wirklich Tutorial-Videos, okay? Einen ganzen Sitz davon, wie du alles machst. Schaut euch die unbedingt an. Sind leicht verständlich, auch wenn du nicht Englisch kannst. Die erklären dir wirklich alles, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Aber damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, so sieht das im Hintergrund aus. Hier können wir zum Marketplace gehen. Ihr habt jetzt zum Beispiel schon, momentan sind 43.000 Produkte hier online. Hier siehst du auch immer dann, hier ist das Video zu diesem Produkt zum Beispiel, oder? Ist das das? Nein, das ist nur CJ Dropshipping. Aber hier habt ihr zum Beispiel, ah doch, das ist das Video. Okay, die sagen halt Recommenders an Facebook bei Verdownloadung. Und du kannst das ohne diesen Watermark eben. Die machen nämlich selbst Videos auch. Das ist halt das Coole. Auch sehr gute Videos. Hier haben wir China Warehouse. Und die haben auch spezielle Shipping-Methoden, okay? Das heißt, du kannst, die haben sogar CJ, eine eigene Shipping-Methode. Hier seht ihr die ganzen Shipping-Methoden von. Hier seht ihr immer die Zeit, die Kosten. Von wirklich, das wäre jetzt zum USPS, das ist relativ fix, okay? Das heißt, ihr könntet theoretisch auch dann bei diesem Produkt anbieten, Express-Versand, dann müssten sie mehr zahlen. Aber dafür haben sie die relativ fix, okay? Aber ansonsten ist auch so ein Irrtum mit E-Packet, 7 bis 20 Tage. Im Durchschnitt sind die, vor allem in Amerika, 9, 10 Tage maximal sind die Produkte da. Und hier siehst du auch schon, du kannst Video Shooting Request, in dem Fall braucht man nicht. Add to SKU List, hier hat man noch eine Beschreibung. Related Products, das heißt, es ist so ähnlich aufgebaut, sag ich mal. Hier habt ihr Purchase List. Hier habt ihr My Videos. Das heißt, du kannst wirklich nämlich, wir gehen mal hier unter die Services rein. Wo ist das? White Label und Branding, das ist sehr interessant. Also das sind jetzt die Services, was die anbieten. Videoshooting, $50 für ein Produkt. Die Copyrights bleiben immer bei CJ, außer du bezahlst noch $100 fürs Copyright. Okay, macht ihr, ja, ist jetzt eigentlich irrelevant. Custom Packaging Insert. Hier ist halt immer das Ding, dass du Mindest Order Quantity 2000 Stück hast. Das heißt, wenn du ein Winning Product hast, das sich, keine Ahnung, 50 bis 100 Mal am Tag verkauft, macht das definitiv Sinn, auch im Ding vom Branding her. Customer Packing Insert. Dann haben wir Fotografien, das heißt, die machen Fotos für $20 für euch und auch Custom Outer Plastic Backpacking, das heißt wirklich ja, das Backpacking, hier ist Mindest Order Quantity 5000, okay. Hier ist auch alles erklärt, auf jeden Fall haben sie eben dann CJ Packet Agent in China. Die haben halt wirklich also wenn ihr euch auch die Videos von denen anseht, im Support-Bereich unter Tutorials, die zeigen auch, wie sie die Verpackung machen, wie das Warehouse aussieht von denen. Die sind wirklich gut drauf, okay? Lasst euch nicht abschrecken, ich sage euch, das wird die Zukunft werden. Vor allem mit diesen ganzen Services, was die anbieten: Shipping from US, Sourcing and Dropshipping. CJ Packet, White Label und Branding ist natürlich speziell ein Muss früher oder später, okay? Und du kannst eben diese Connections dann machen. Du kannst die App dann dir holen, diese Free App.
Chrome Extension, hier gibt es noch ein Tutorial. Eben, schaut euch das mal durch. Ich sag ehrlich, also früher oder später, ihr könnt gerne mit Overlaw anfangen, weil es einfach simpler, denke ich, ist, aber setzt euch mit C-Chat Dropshipping unbedingt auseinander, weil, wie gesagt, für mich steht außer Frage, dass das mehr Zukunft hat als das klassische AliExpress Dropshipping, sage ich mal. Und wir wollen ja auf die Zukunft aufbauen und deswegen möchte ich euch C-Chat Dropshipping auch nicht vorenthalten. Print on Demand nutzen wir, wie gesagt, nicht so. Und ja, auf alle Fälle habt ihr hier auch die Möglichkeit, eben noch Produkte, alles könnt ihr ja machen, okay. Also Amazon FBA, also wir machen das nicht, aber geht auch. Und wie gesagt, sollten die ein Produkt nicht haben, was du benötigst, kannst du das auch immer nachfragen eben. Das heißt, da kannst du deinen Shop synchronisieren, das haben wir in diesem Account gar nicht noch. Und hier ist das. Das heißt, hier gebt ihr dann euren Shopify-Account rein, dann wird das verbunden. Dann könnt ihr auch genauso diese Produkte rumschieben, so wie bei Oberlo eben. Aber checkt das unbedingt aus. Bei Fragen stehen wir euch gerne zum Stitcher Dropshipping zur Verfügung. So Leute, das war's für heute. Ich würde mich mega mäßig über ein Abo und einen Like freuen, falls es euch gefallen hat. Und ja, nicht vergessen, wie gesagt, ist der zweite Link. E-Combination könnt ihr euch noch holen heute den ganzen Tag. Zum Launchpreis würde mich mega, mega freuen. Und als kurzer Reminder. Und ja, wir sehen uns dann auf alle Fälle im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bis demnächst. Ciao, ciao.